Das neue Gesetz zur Verteilung der Maklerprovision. Was hat sich denn zwei Jahre später wirklich geändert? Herzlich willkommen, Blogbeitrag Nummer 311. Und ich freue mich mit Ihnen, sich darüber zu unterhalten. Warum? Weil es eben schon ein spannendes Thema ist. Vor zwei Jahren, Dezember 2020, ging ja das große Stöhnen durch die Runde. Oh Gott, schon wieder neue Maklerparagraphen, Provisionsteilung, wann darf ich denn was machen? Ich muss jetzt komplett verteilen. In den Medien waren teilweise komplett falsche Informationen. Und auch heute ist es teilweise noch so, wenn darüber gesprochen wird, über die hälftige Teilung der Provision, dass immer davon ausgegangen wird, dass es komplett pauschal so ist. Was ja nicht richtig ist, wie Sie wissen. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Was hat sich geändert? Es gab vier neue Paragraphen. Paragraph 656 A, B, C und D. Und Paragraph A besagt erst einmal, erinnern Sie sich, was sagt Paragraph A 656? Dass Sie jetzt Maklerverträge in Textform schließen müssen. Textform. Paragraph B sagt, das ist nur dann der Fall, wenn der Gegenüber, das heißt der Käufer, auch ein Verbraucher ist. Paragraph C sagt, wenn der Makler sich von beiden Seiten Provision versprechen lässt, die klassische Innen- und Außenprovision, dann darf es nur in der Form geschehen, dass die Provision eben immer maximal zur Hälfte ausgereicht wird. Vereinbaren Sie 3% innen, müssen Sie 3% außen vereinbaren. Vereinbaren Sie 2%, müssen Sie 2% außen vereinbaren. Und sollten Sie im Nachgang irgendwelche Nachlässe vereinbaren, die möglicherweise dann Thema sind, dann müssen Sie diesen Nachlass auch automatisch der anderen Partei zuführen. So, also Paragraph D bedeutet, was war der D-Paragraph gewesen? Sie können die Innenprovision im Nachgang umlegen. Sie können also eine reine Innenprovision vereinbaren. Und wenn Sie das tun und im Nachgang, ich betone im Nachgang, vereinbaren sollten, dass Teile der Innenprovision auf den Käufer überlagert werden, können Sie das maximal zur Hälfte tun. Und nur in diesen Fällen, ist es notwendig, dass der Makler einen Zahlungsnachweis liefern muss, dass er die Provision des Verkäufers zuerst bekommen hat, bevor er die Provisionsrechnung für den Käufer fällig stellen kann. So, das waren die vier Paragraphen. Aber diese Paragraphen beziehen sich nur dann darauf, wenn Sie was vermitteln, ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung. Nur in diesen Objektfällen sind diese Paragraphen notwendig. In allen anderen Fällen können Sie es handeln wie gehabt, Innenprovision, Innen-Außenprovision, maximal oder die klassische Außenprovision, sprich reine Käuferprovision. Das ist das Kurzexkurs noch einmal dazu. So, und das war die Frage, was hat sich denn geändert zwei Jahre später? Es hat sich ein bisschen was geändert im Provisionsgebaren nach außen hin auch. Was hat sich denn geändert? Und geändert hat sich vor allen Dingen das, dass natürlich die Makler, die die reine Außenprovision jahrelang, jahrzehntelang für sich in Anspruch genommen haben. Hessen, Hamburg, Bremen, Berlin. Diese Bundesländer beispielsweise, die haben natürlich erstmal eine neue Herausforderung gehabt. Die mussten jetzt erstmal ihrem Verkäufer klar machen, dass er auch Geld bezahlen muss, Kraftgesetz, wenn er über einen Makler verkaufen möchte. Und da war es klar, da gab es Erhebungen, dass eben dort auch natürlich ein entsprechender Umsatzrückgang stattgefunden hat. Aber da brauche ich keine Zahlen dafür. Es ist auch vornherein klar, dass erst einmal diese Umdenke erst einmal stattfinden muss. Heißt also, da gab es natürlich Einbrüche. Und einige Makler haben gesagt, ja, es ist deutlich schwieriger geworden, weil sie erstmal gar nicht gewohnt waren, jetzt auch dem Verkäufer erstmal Dienstleistung weiterzureichen. Die klassische Dienstleistung, die eben auch Geld fordert. Nicht nur zu sagen, ja, es kostet dich ja nichts, ich bin jetzt da, auch wenn ich nicht so gut sein soll, du hast kein Risiko, du zahlst ja nichts dafür. Oder wenn, würdest du wenig bezahlen, eigentlich gar nichts bezahlen. Heißt übersetzt also, es ist eine andere Argumentation. In den Bundesländern, Bayern, Baden-Württemberg, in den arbeite ich beiden ja auch. Heißt, gab es keinen Unterschied. Ich bin seit Jahrzehnten arbeite ich mit Innen- und Außenprovision. Für mich gab es keine Umstellung. Und für viele Kollegen eben auch nicht. Heißt, da gab es keine Verschiebung. Es war sogar noch einfacher zu sagen, ja, jetzt ist es gesetzlich vorgegeben, dass eben beide das Gleiche bezahlen. Es war sogar noch was einfacher in der Argumentation. Noch einfacher in der Argumentation. Heißt, am Ende des Tages zählt immer die Dienstleistung, die Sie weiterreichen. Das heißt, möchte der Kunde, der Verkäufer, Ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und wann macht er das nur? Immer dann, wenn er von was überzeugt ist,
von dem Mehrwert, den sie liefern. Da sagt, ja, es macht auch Sinn, über einen Makler zu verkaufen. Von daher ist die Fragestellung gar nicht, was verändert sich groß? Und dann, es ist gut, dass es jetzt so war. Es gab wieder eine Sortierung, es gab komplett eine Neusortierung des Marktes. Und die Kolleginnen und Kollegen, die leider eh keine Dienstleistung hatten, gibt es nicht mehr. Das ist dann einfach nur mal so. Ja? Das heißt, wichtig ist, der Markt hat sich schon bereinigt. Und die Kolleginnen und Kollegen, die eben Dienstleistungen offerieren, die Service offerieren, die wissen, was Leistung bedeutet, für den fällt es ja noch einfacher, eben gerade mit der neuen Maklergesetzgebung eben auch das weiterzureichen. Also keine Scheu davor, es gab natürlich Veränderungen, so ist es, aber alle die Kollegen, die so und so schon mit der Innenberufung gearbeitet haben, für die gab es eben keine großen Veränderungen, keine großen Unterschiede. Deshalb ist es umso wichtiger, egal wie Sie arbeiten, wo Sie arbeiten, auch die Höhe der Profession ist ja maßgeblich. Ob Sie mit 2, 3 oder 4% innen arbeiten beispielsweise, ist ja halt die Frage, wie möchten Sie es darstellen? Was möchten Sie tun? Wie können Sie es kommunizieren? Und das sind genau die Dinge, die eben Profimakler ausmachen. Die Leistung, Ihr Leistungsportfolio, was liefern Sie, das Bewertungsthema ganz einfach und eben letztendlich auch Ihr Betreuungssales. Alles, was dazu kommt, um einen Kunden eben zufriedenzustellen, dass er sagt, aha, das hätte ich gar nicht alleine gekonnt. Kompetenz schafft Vertrauen, Leistungsprofil, Leistungsgedanke und der Fokus eben, dass die Arbeit Spaß machen soll. Das heißt, das kommt dann automatisch. Weil wenn Sie Dienst leisten, wenn Sie Service leisten, wenn Sie Spaß an einem Job haben, dann ist das Geldverdienen die logische Konsequenz daraus. Also, das heißt, geändert hat sich natürlich was, aber gerade nur in den Bundesländern, wo es eben so und so mit der reinen Kompensation eben schon angedacht war, die jetzt umstellen mussten, wenn sie Häuser und Wohnungen verkaufen. Ansonsten hat sich festgestellt, sagt jeder sogar, es ist gut, dass es so ist, weil es mal eine klare Reglementierung da ist und eben gerade was auch die Provision betrifft, eben klar ist, dass es da keine Nachverhandlung gibt. Weil wenn Sie die Provision vereinbaren, 3 und 3, dann werden Sie ja schwerlich eine Provision nachlassen, weil Sie wissen, 1% werden ja Maximum sogar 2, weil Sie auf der anderen Seite auch machen müssten. Also das heißt von daher, weiter geradeaus, bleiben Sie so, wie Sie sind, sehen Sie den Fokus, den Kunden im Fokus, Ihre Dienstleistung, Ihr Service, sind Sie bereit zu leisten und dann ist der Rest auch in der Zukunft für uns einfach nur Weide, grünes Weideland, wo wir sagen können, ja, wir sind froh und dankbar, dass wir da sind, der Kunde ist froh und dankbar, dass Sie da sind und alles wird auch weiterhin gut werden. Also, das war's von mir. Kurzer Ausblick mal, was hat sich denn geändert? Nicht viel. Das ist auch die Erfahrungswerte, die wir haben mit unseren Kunden, wenn wir kommunizieren. Es ist natürlich schwieriger, auch mal da dran zu kommen, hat aber nichts mit der Provision zu tun. Es ist grundsätzlich die Marktsituation. Aber wenn Sie ein Mandat haben und wenn Sie in der Lage sind, einen Vertrag zu vereinbaren, dann ist das, glaube ich, das kleinste Thema, das Ganze auch mit Innenprovision zu machen. Vielleicht auch am Ende vorausgeschickt, was mir noch aufgefallen ist, habe ich vergessen zu erwähnen, ist eben das, dass viele Kollegen immer über die reine Innenprovision gegangen sind. Also die Kollegen, die innen und außen hatten, haben jetzt komplett gesagt, ja, ich vereinbare teilweise eine reine Innenprovision. Das ist mir auch aufgefallen, dass einige Kollegen eben gesagt haben, nee, ich ändere mein Provisionsmodell komplett, indem ich auf die reine Innenprovision gehe, spare mir den ganzen Kladderabutsch mit Widerrufsbelehrung und Maklerkäufermandat schriftlich in Textform, weil sie vereinbaren ja damit einem Verkäufermandat. Das machen sie in Regelfall sogar in der Schriftform und haben sich damit automatisch einige Dinge gespart. Kann man so machen, keine Frage. Ich selbst arbeite mit Innen- und Außenprovision, weil ich sage, beide bekommen Dienstleistungen, beide erfahren Service, beide wissen auch, was zu bezahlen ist und zahlen es auch gerne, weil sie eben die Leistung honorieren. Aber das ist eine reine philosophische Frage. Alles ist gut, wenn es zum Erfolg führt. Und das ist das Schlusswort. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Ritzert.